Moin zusammen und herzlich willkommen zurück zu No Man's Sky. Und ich gehe gleich mal schnurstracks in meinen Garten und dann mal gucken, ob wir da schon wieder ein bisschen mehr Material haben. Es dauert natürlich jetzt alles immer ein bisschen länger. Jetzt vor allem gerade, wenn man halt auf so ein Material wartet, dass das alles wächst. Das dauert alles. Na, guck mal hier, die Pilze, die sind. Die sind aber auch schon wieder so ein bisschen. Die sind schon wieder gut dabei. Die Pilze sehen auch gut aus. Der natürlich nicht. Der hatten wir, glaube ich, in der letzten Folge angepflanzt. Na gut. Ja, und hier Spadonium ist auch munter am Wachsen. Das ist schön. Ja, ich bin ganz ehrlich gesagt am Überlegen, was wir jetzt in dieser Folge machen. Denn eigentlich warte ich jetzt nur noch darauf, dass ich Temerium und Spadonium, dass ich das abbauen kann. Dann dementsprechend craften kann, also beziehungsweise dann Isoliergel craften kann, um es zu verkaufen. Aber ich kann jetzt natürlich jetzt nicht hier, was weiß ich, 3 Stunden rumsitzen und warten, dass sich da irgendwas tut. Das geht irgendwie nicht. Deswegen bin ich noch die ganze Zeit am Überlegen, auch in der Aufnahmepause schon, ob wir nicht vielleicht nochmal losfliegen sollten und vielleicht mal nach Planeten gucken sollten, die Spadonium haben, die Temerium haben. Oder wir bauen noch erstmal weiter. Ich meine, wir können natürlich auch noch mal gucken. Was brauchte ich jetzt noch an... Was brauchte ich denn jetzt eigentlich noch mal für eine Glaskuppel? Warte mal, das war ja schon richtig. Glaskuppel war zweimal Suspension, 5x Glas, 80x Titan. Glas ist momentan eher das Problem. Ich guck noch mal, was ich eben noch an Korizagen da hatte. Ich meine, im Endeffekt müssen wir wahrscheinlich sowieso nochmal los und Temerium, Spadonium holen, weil das Problem ist ja, wenn wir dann neue Pflanzen anbauen wollen, dann brauchen wir halt immer dementsprechend Material. Das ist nämlich das Ding. Korizar, 5x Glas war das, ne? 5x Glas. 5x Glas, dann können wir nochmal Glas herstellen. Ja, das können wir sonst mal gucken. Glas. Na, wie viel brauchen wir? 30 Mal. So, Produkt hergestellt. Suspension, müssen wir gleich mal gucken. Suspension können wir sogar herstellen aus Kohlenstoff. Kohlenstoff können wir sogar 2 Mal. Okay, das ist gut zu wissen. Für Glas reicht es schon nicht mehr. Liste. Das ist nämlich das Problem. Da müssen wir tatsächlich dann... falscher Knopf. So. Glas. Ja. Das ist nämlich das Problem. Wir haben zu wenig Lagerfläche. Wir haben echt zu wenig Lagerfläche. Wir müssten echt mal sehen, dass wir hier nochmal irgendwo Zeugs herkriegen. Ich tendiere schon fast ein bisschen dazu, nochmal ein bisschen durch die Gegend zu fliegen, zwecks Planeten entdecken etc. pp. Da können wir ein bisschen Glas reinpacken. Nun muss ich dann auch erstmal sehen, dass ich das ganze Material, was ich jetzt so habe, erstmal loswerde, weil, naja, ich habe einfach zu viel, das ist das Problem. Ich habe einfach zu viel Material. Ich werde auch erstmal meine Lager erstmal wieder auffüllen, also zumindest an den Stellen, wo ich auffüllen kann. Kohlenstoff. Kohlenstoff, da sollte ich vielleicht doch erstmal sehen, ob ich da nicht vielleicht erstmal ein bisschen Suspensionsflüssigkeit herstelle, weil wir brauchen ja noch Warpzellen. Wir brauchen noch Warp-Zellen. Da haben wir noch Eisen. Eisen bräuchte ich im Prinzip auch nochmal mit. Weil ich hatte nämlich auch gesehen, dass mein Raumschiff auch nicht mehr so ganz heile ist. Deswegen brauchen wir auf jeden Fall noch ein bisschen Eisen mit. Und vor allem natürlich auch als Treibstoff brauchen wir Eisen mit. So, ich muss echt sehen, wo ich mein Material... Hier, Spadonium, es geht ja noch. Guck mal, hier haben wir noch ein bisschen Spadonium drin. Spadonium ist offiziell nicht unser Problem. Unser Problem ist eigentlich eher Temerium. Problem in Anführungszeichen. Kolium, was kriegen wir? Was kriegen wir dafür? 70.000. Kolium. Beim Bau von Raumschiff füllen in der Drohnentechnologie zum Einsatz. Ja, gut. Können wir sowas vielleicht vertickern? Was verkaufen? Ich meine, verkaufen können wir es ja. Ach so, was haben wir noch? Temerium war auch voll, ne? Temerium war voll. Perfidium. Kohlenstoff, da sagte ich ja schon. Da mache ich gleich nochmal
ein bisschen Suspension draus. Können wir eigentlich gleich mal machen. Suspensionsflüssigkeit. Suspension. 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 Und da machen wir nämlich jetzt schon mal Elektronendampf raus. Da brauchen wir Plutonium für. Einmal Suspension und 100 mal Plutonium. Was haben wir noch an Plutonium da? Da hatten wir auch 1000 mal oder so, ne? Oder sogar 2000 mal? 2000 mal, guck mal. Da kommen wir doch mal schon mal mit hin. So, machen wir nämlich Elektronendampf. 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 Und kein Elektronendampf. Was fehlt uns denn jetzt hier? Haben wir jetzt hier zurück. Elektronendampf, da fehlt uns jetzt Suspension. Achso, ja, okay. Das macht Sinn. So, pass mal auf. Dann machen wir jetzt das. Und dann machen wir das. Und dann machen wir nochmal Elektronendampf. So. Suspension. Schupp. Jetzt haben wir ein Problem, jetzt haben wir nämlich keinen Platz mehr. Hä? Okay, pass mal auf, dann packen wir das ins Raumschiff. So, dann machen wir noch ein bisschen mehr Suspension. Noch mehr Suspension. Wir können uns jetzt erstmal auf Lager machen. Das ist ja kein Problem. Wir haben ja noch ordentlich Zeug. Na, das ist ja nicht das Problem. Und Temerium brauchte ich, glaube ich, nachher, um aus dem Elektronendampf und dem Elektronendampf und Tamium, da mache ich, glaube ich, nachher Warp-Zellen raus. Ich kann mir solche Rezepte immer nicht merken, auch wenn das eigentlich nicht so schwer ist, aber ja, ist irgendwie nicht so drin. So, uns fehlt jetzt Plutonium. Okay. Plutonium, da könnten wir hier, ja, sonst holen wir es erstmal aus dem Lager. So, das schmeißen wir dann wieder raus. Das schmeißen wir rüber. Und dann machen wir hier wieder Elektrondampf. Wupp. Was fehlt diesmal? Oh, haben wir wieder so viel verbraten. Schon 250, das ist ja üppig. Ja, das ist mir klar. So, wir sind aber schon ganz gut vorangekommen, muss ich sagen. Wir haben jetzt 2,5 Mille. Das ist schon wesentlich mehr, als wir jemals besessen haben. Ich glaube, ich habe noch nicht mal annähernd. Ich wüsste zumindest nicht, dass ich mal annähernd irgendwie eine Million oder sowas mal gesammelt hatte. Also von daher ist es schon, geil. So, dann machen wir noch einmal. Wir machen jetzt noch einmal Elektrondampf. Und dann müssten wir Warpzellen. Antimaterie müssten wir herstellen. Dafür brauchen wir. Achso, Zink und Iridium. Ja, siehst du mal. Schließlich, da habe ich nämlich schon wieder die Hälfte vergessen. Gut. Oder schlecht. Aber ich mache es mal. Oh, hier ist mal noch ein bisschen. Was? Achso, schon wieder die falsche Taste, unglaublich. So, Temerium, Eisen, Eisen, Eisen. Das können wir das rüberschieben? Ja, natürlich. So. So, einmal. So, da schieben wir alles rüber. Achso, das geht auch, okay. So, dann haben wir nämlich hier wieder ein bisschen Platz. Temerium. Wir müssen irgendwo einen Platz für diese Pilze finden. Irgendwo müssen wir noch ein Plätzchen haben für die Pilze. Das muss. Ach, guck mal hier. Rein zufällig. So, und dann wird auch hier nochmal ein bisschen. Da war Eisen, glaube ich, vorher drin. Packen wir da erstmal Temerium rein. Tamium. Wird sich, glaube ich, mit der Zeit ergeben. Obwohl. Ja, gut, behalten wir es erstmal. Ich bin mir da momentan nicht so ganz sicher. So, Eisen, Plutonium haben wir ein bisschen was dabei. Frage ist, warte mal, wir müssen noch erstmal hier nochmal aufladen, bevor ich groß weiter quatsche, erstmal das Schild aufladen, weil sonst gibt das nachher richtig einen auf den Deckel. So ein bisschen müssen wir auch Impulsantrieb noch ein bisschen was machen. Eisen haben wir jetzt da, für Impulsantrieb haben wir noch ein bisschen was da. Elektronendampf haben wir noch ein bisschen, wir haben auch noch ein bisschen Platz zum Warpen. Wir brauchen allerdings noch Zink. Zink, davon haben wir noch ein bisschen, naja, ein bisschen, man kann es wirklich sagen, nur noch ein bisschen, weil wir können hier ja nun bis zu 1000 können wir ja nun einlagern. So, Zink und Iridium brauchen wir. Iridium haben wir nicht mehr so wirklich viel, also da muss ich auch mal ein bisschen ranklotzen, dass wir da ein bisschen Material kriegen. Da haben wir, guck mal, also Platin, ey, so viel Platin, was wir überhaupt nicht nutzen. So, Iridium. So, dann kann ich eigentlich bei der Gelegenheit mal gleich nach außen.
düdeln. Und mal hinten zu diesem Iridiumfelsen. Aber da habe ich jetzt keine Lust zu... da zu Fuß hinzulaufen. Dann muss ich nämlich mal wieder unseren Grasshopper. So, wir kriegen allerdings auch nur 100 Mal raus. Also da müssen wir gleich mal gucken. So, zum x-ten Mal. So, und wir kriegen 99 Mal Iridium raus. Es würde vielleicht auch nochmal Sinn machen, wenn wir von denen mehrere bauen. Aber momentan habe ich dafür keine Zeit. Naja, Zeit schon, aber keine Lust, sagen wir es mal so. Wir wollen ja ehrlich sein. So, So, hier mal kurz mal rauf an den Grasshopper. So, was machen wir? So, wir haben Suspension. Dafür brauchen wir jetzt Antimaterie. Warpzelle, da brauchen wir ein Etamium für. Siehst du, das meinte ich nämlich. Antimaterie, nur dass wir dann eine, uns eine Stufe noch fehlt, nämlich die Antimaterie. 20 mal Zink und 50 mal Iridium. Naja, gut, dann machen wir erstmal so viel, wie wir machen können. Antimaterie. So viel wie geht. So, das war es nämlich auch schon. Okay, also machen wir daraus jetzt ein paar Warp-Zellen. Und ratzfatz sind mir unsere Lager dann auch wieder. Ich weiß jetzt gar nicht, wir sind hier im Raumschiff rumpen. So. So, das war's auch schon wieder mit Warp-Zellen. Okay, dann können wir aber wegen dem mal aufladen. Schupp. Zack, und haben wir gleich wieder einen vollen Überantrieb. So, dann haben wir noch viermal Elektronendampf dabei. Was haben wir jetzt noch? Antamium, noch 235. Zink. Ach ja, warte mal. Zink schießen wir mal mit ins Raumschiff. Da brauchen wir Tamium. Das packen wir mit ins Raumschiff. Das packen wir mal hier oben mit hin. So, weil Tamium brauchen wir schließlich auch für die Lebenserhaltung. Da müssen wir ein bisschen gucken. So Plutonium können wir sammeln. Zink, okay, Eisen, Iridium. Das sind eigentlich so alle so Elemente, die wir fast auf jedem Planeten finden. Also da sollten wir uns darauf verlassen. Deswegen, ich nehme jetzt so Elektronendampf mit. Und dann machen wir dann, holen wir uns dann aus von den anderen Planeten Zink. Wir holen uns Iridium von den anderen Planeten. Und dann passt das schon, hoffe ich. Ich werde jetzt auch jetzt nicht wirklich so eine Riesenreise machen, aber ich denke mal, so ein bisschen können wir schon mal gucken. Vielleicht haben wir auch mal Glück, dass wir irgendwo mal diese Eiweißperlen finden. Nur ich befürchte auch, dass wir solche Eiweißperlen, dass wir die vielleicht nur dort finden, wo wir auch, ne, was soll ich sagen, bessere Sonnensysteme, also wo wir eben so rote Sonnensysteme haben oder wirklich orangene oder blaue oder sowas, die halt ein bisschen qualitativ hochwertiger sind. Da kann es dann sein, dass wir auch solche Ressourcen tatsächlich finden. Kann es sein. Vielleicht haben wir auch einfach Glück. Beziehungsweise in dem Fall momentan gar kein Glück. Aber schauen wir erstmal, wo wir mal hinporten können. Die müssten wir, ups, die müssen wir eigentlich schon alle durchhaben hier. Habe ich entdeckt, jo, das habe ich mir schon fast gedacht. Alles, was wir so in der Nähe... Alles, was wir so in der Nähe... Obwohl, wir müssen gucken. Ich überlege gerade. Unentdeckt. Zwei Planeten, zwei Monde. Oh, fliegen wir doch da mal hin. Wir müssen natürlich nur gucken. Es kann jetzt natürlich sein, dass wir, wenn wir nachher wieder porten, dass wir das ein oder andere Sonnensystem dann wieder überschreiben. Da müssen wir dann tatsächlich gucken. Aber es wäre dann halt Pech, das ist dann eben halt so. Ich kann ja nun nicht immer auf denselben Planeten hier rumhobbeln. So. Buff, nicht dat. Gold und Nickel, das ist, ja, toll. Das ist ganz toll. Das sieht mir sehr grün aus. Bukaide Hinu Dobrov. So, und da auch Gold. Gebäude entdeckt, ja, verlassenes Gebäude, ja, gut.
Obwohl, wir zum verlassenen Gebäude können wir schon noch hinfliegen. Korizagen. Korizagen ist auch nett. Aber ich würde mir sonst das verlassene Gebäude mal angucken. Komisch. Ach so, nee, das verlassene Gebäude hat er hier gefunden. Ich wundere mich schon. Okay. Ja, dann fliegen wir doch hier mal zu dem verlassenen Gebäude hin. Vielleicht kriegen wir auch wieder die eine oder andere Technologie. Und was ich dann auch noch ein bisschen provozieren wollte, war natürlich auch die Anomalie nochmal wieder zu finden. Dass wir auch da vielleicht die eine oder andere Technologie dann mehr bekommen. Bewohnbare Basis. Halt, da wollte ich gar nicht hin. Da wollte ich gar nicht hin. Da wollte ich hin. Da. Verlassenes Gebäude. Zur bewohnbaren Basis wollte ich gar nicht. Nufeniam Ukaxio, keine Ahnung. Die Namen sind ja auch immer also ernsthaft. Okay. Verlasse der Basis. So, dann landen wir hier mal ganz ordinär. Ja, ein bisschen Ähnlichkeit zu unserem Planeten. Zu unserem Heimatplaneten. Auch schön rotes Gras hier. Monolithen klauen wir uns nochmal. Was ist das? Achso, Tamium. Das sah von der Seite total anders aus. Aber was sammeln wir gleich mal ein, wenn wir Tamium haben? Alles so rot hier. Guten Tag. So, erster. Erster gelernt. So, mal kurz scannen, ob wir hier... Da ist noch Tamium. Da ist Heridium. Das könnten wir im Prinzip auch gleich nochmal so ein bisschen sammeln. Wäre nicht verkehrt. Das sieht aber auch richtig gut aus. Vor allem das sieht fett aus. Das sieht ja wohl mal richtig geil aus. Das muss man ja mal sagen. Warte, ich muss mal kurz Position nehmen, dass wir hier mal eine vernünftige Einstellung kriegen. So, Tamium. Nochmal kurz Tamium eingesammelt. So. Ich will hier nochmal... Das sieht ja wohl so geil aus. Jetzt mal im Ernst. Also... Man kann ja über No Man's Sky sagen, was man will, aber wenn das mal nicht ein geiler Ausblick ist, dann weiß ich nicht. Also das sieht mal richtig fett aus. Das sieht mal wirklich richtig fett aus von so einem fetten Planeten hier direkt nebenan. Geil. Kann man das hier vielleicht mal irgendwie... Ich würde da mal gerne so ein bisschen... Ich versuche mal da oben raufzukommen. Dass wir mal ein bisschen besseren Überblick bekommen. Hier vielleicht. Jup, jup, jup. Na, komm, 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 hoch mit dem Arsch, hoch mit dem Arsch! So. Hoch. Ohlala. Aber ansonsten scheint das jetzt auch hier trotzdem nicht so die. Der Brüller hier zu sein. Gut, was haben wir da? Was haben wir da? Was haben wir da? Was haben wir da? Na, können wir gleich mal runtergehen. Würde mich mal interessieren, was das ist, davon lila Zeug. Fett. Das wäre so. Das ist so krass. Obwohl ich ganz ehrlich auch immer so ein bisschen Angst hätte bei der Optik hier, bei den Aussichten, dass mir das Ding irgendwie auf den Kopf fällt. Oder was heißt auf den Kopf fällt? Auf den Kopf ist, glaube ich, das kleinste Problem, aber dass das Ding hier mal einschlägt eines Tages. Oh, aber das sieht geil aus. Das kann man nicht anders sagen. Das sieht wirklich richtig, richtig gut aus. Auch wenn das da unten vielleicht jetzt ein bisschen öde aussieht, aber so richtig schön. Mal gucken, vielleicht kriegen wir da mal vielleicht ein schönes Foto hin. Da würde ich ganz gerne echt mal so bupp. Mal ein bisschen zurückfliegen. Das sieht ja nett aus, ne? Vor allem auch hier mit den. Huch, was ist da denn? Achso, okay, das ist dieses. Okay, das sind die natürlichen Grenzen, nenne ich es jetzt mal. Ich mache da mal so ein bisschen. Wo ist eigentlich unser Raumschiff? Das muss ja irgendwo. Ach, da dieses kleine. Achso, okay. Das sieht echt nice aus. Gucken, ob ich hier vielleicht ein bisschen weiter links rüberkomme. Hier ist mir auch schon wieder Ende. Okay. So. Guck
gucken, lass uns ein bisschen ausmitteln. Das sieht das, also fett sieht das aus mit diesem Planeten. Also das kann man nicht anders sagen. Das sieht echt nice aus. So. Oha. So, jetzt muss man einmal gucken, wo das jetzt hier war. War das nicht hier vorne irgendwo? Da war das, ne? In dem Loch. Scheiße, bin ich mir jetzt nicht mehr sicher. Mal gucken, was denn hier für... Na? Oh, der Scanner braucht aber richtig lange. Meine Güte. Mist. So, warte mal. Da oben waren wir drauf und haben wir so nach unten runter geguckt. Kann auch sein, dass es hier gewesen ist. Ich glaube, das war... Ach, guck mal, ein Wirbelwürfel da. Wirbelwürfel. Okay, da finden wir also Wirbelwürfel auf diesem Planeten unter anderem. Ich werde mich mal ein bisschen verpieseln. Tschüssing. Oh. Hier unten meckert keiner, das ist nämlich schön. Haben wir hier vielleicht noch Chance, mehrere Wirbelwürfel zu finden? Oh, da hinten ist Zink. Auch schön. Zink ist auf jeden Fall gut. Die brauchen wir ja auf jeden Fall für unsere Warp-Zellen. Da sollten wir also auch mal einen Blick drauf werfen, durchaus. Ach, da ist Zink. Zinkilein. Ja gut, wir konnten diesen Planeten ja auch vorher nicht wirklich scannen. Also es kann durchaus sein, dass er uns vorher Wirbelwürfel auch angezeigt hat. Aber man hatte mir, glaube ich, schon auch mal in den Kommentaren mal geschrieben, dass es durchaus auch seltene Sachen gibt, die man nicht unbedingt angezeigt bekommt. Also es ist immer nicht immer eine Garantie da, dass tatsächlich alles angezeigt wird, was es auf diesem Planeten gibt. Es kann auch sein, dass man tatsächlich Elemente findet, die man eben nicht gescannt hat. So. Scanner wird aufgeladen. So, jetzt gehen wir aber auch endlich mal in dieses verlassene Gebäude rein. Deswegen sind wir ja eigentlich auf diesem Planeten überhaupt erst gelandet. Aber ich schätze mal, Wirbelwürfe sind jetzt auch nicht wirklich oft zu sehen. Ah, das mit den Bäumen sieht ja auch cool aus, ne? Also die Bäume sehen auch cool aus. Optisch, wie gesagt, sehr nah an unserem Planeten dran. Mit dem Unterschied, dass wir hier auch mal ein bisschen grünes Gras haben. Wo es auf unserem Planeten wirklich nur rotes Gras gibt. Aber, naja. So, wir wollten speichern. Wir wollten speichern. Schon wieder alles vergessen. Wir sind auch schon wieder eine ganze Weile unterwegs. Dann müssen wir gleich schon wieder ein Päuschen machen. Wie die Zeit immer verfliegt bei diesem Spiel, ne? Aber gut, es ist natürlich auch dem Umstand geschuldet, dass du bist immer am Reisen, bist immer am Abbauen. Irgendwas hast du immer zu tun. Und das ist natürlich letztendlich das... Schlägt sich natürlich auch auf die Spielzeit nieder. So, wo ist denn jetzt der Eingang? Hier vorne. Seid ihr blieb? Seid ihr brav? Sieht aus wie ein Hund. Übergroßer Hund mit übergroßem Kopf. Gleichgültig. Ach so, gleichgültig. Naja, dann. So, guck mal, hier ist wieder so ein... Der wird mir gleich wieder einen verpulen und ich kann ihn nicht abschießen. Das finde ich so, naja, unfair wäre jetzt schon zu höflich. So, ein bisschen Plutonium können wir immer mitnehmen. Plutonium ist immer gut. So. Ich habe eine Leiche gefunden. So etwas habe ich noch nie zuvor gesehen. Sollte es davon noch mehr geben, hoffe ich, dass sie auch alle tot sind. Zuerst dachte ich, es würde sich um die kläglichen Überreste eines fehlgeschlagenen Materientransfers handeln. Ein Käfig voller Knochen und Fleisch, übersät mit schiefen Zähnen und wässrigen, lidlosen Augen. Aber nein. Es war ein Grauen der Evolution, das von der unbarmherzigen Natur verdreht worden war. Ich muss mir einfach vorstellen, wie es lebendig ausgesehen haben könnte. Und ich habe Angst, dass es vielleicht wieder zum Leben erwacht. Ja, gut, die Texte bleiben eigentlich auch immer gleich. Brauche ich eigentlich auch schon fast gar nicht mehr vorlesen. Was haben wir jetzt gekriegt? Nanohaufen? Ja, 45. Ja, siehst du, die Dinger lohnen sich. 45. Das ist schon nicht verkehrt. So schnell durchlaufen. Ah, natürlich. Da ist auch noch einer. Okay. Aber hier ist bis auf Plutonium jetzt auch nichts dabei.
wo ich freudig. Na gut, hier können wir nochmal ein Wörtchen mitnehmen. Gebrüteter. Aber ansonsten kann man sich das auch an sich ziemlich klemmen. Ja, wir kriegen hier immer einen verpoolt, immer schön nur. Dass ich die auch nicht runterschießen kann, das finde ich auch so elend. So. Was haben wir hier? Ich glaube, das war einfach nur so ein Speicherpunkt. Naja gut, von hier oben sieht man meistens sowieso nicht so viel. Oh, guck mal, was haben wir da? Da haben wir eine Händlerplattform. Finde ich jetzt nicht verkehrt, aber ja gut, wir haben ja eigentlich nichts. Wir haben ja alles da gelassen. Wir haben ja nichts zum Verkaufen. Wirbelwürfel wäre natürlich interessant, wenn wir Wirbelwürfel hätten, dann könnten wir die hier gleich vertickern. Viel interessanter wäre es mal zu Hause, so ein Händlerterminal zu haben. Das wäre mal richtig geil. Das müssen wir auch nochmal machen. Dafür brauchen wir nochmal 500 mal Emeril. Das ist schon teuer genug. So, okay. Ja, ich würde sagen, wir schauen uns dann gleich mal entweder den nächsten Planeten an oder das nächste Sonnensystem, weil ich glaube, hier sind noch Nanithaufen. Das lassen wir mal außen vor. Da ist auch nochmal ein Nanithaufen. Ja, das ist jetzt die große Frage. Das ist jetzt die große... Ja, komm, wir fliegen zum anderen Sonnensystem. Beziehungsweise zum anderen Planeten. Ich weiß ja nicht, was hier... Ob wir, glaube ich, hier alle vier Planeten schon abgescannt hatten. Ich meine ja. Und hier hatten wir ja überwiegend Gold. Das war wieder klar. Nun komm, wo ist er? Wo kommt er her, ha? Ja, wo? Komm. So, da bist du. So, mal gleich ein Verpoolen hier. So, hoch im Puff. Kann ja wohl nicht sein. Sehr schön. So, dann holen wir uns mal die Überbleibsel. Tschupp. Trophäum. Ja, sehr schön. Ah, geschätzter Kunde. Ah, guck mal, da haben wir Levelaufstieg. Sehr schön. Da waren wir ja schon, ne? Da waren wir schon in anderen Planeten. Ach komm, weißt du was? Wir gucken uns das nächste Sonnensystem an. Fertig. Ich will jetzt da auch nicht lange rumgurken. So. Fry Flug Modus. Wie schaut's? Upsala. So. Wie schaut's hier bei euch aus? Entdeckt. Schade. Dann bist du sicherlich auch entdeckt. Ja. Und du? Entdeckt. Du bist unentdeckt. Ein Planet. Ja. Pff, meine Chance ist natürlich dann immer gering, dass wir da was Interessantes haben. Aber wir gucken einfach mal. Ne, vielleicht ist das ja mal ein Planet, wo wirklich mal alles oder beziehungsweise viele gute Sachen drauf sind. Man kann ja mal gucken. So, wo haben wir den Planeten? Was war da gerade? Spadonium, siehst du, Spadonium. Ja, aber wohl Spadonium, ja. Ach komm, wir fliegen nochmal hin. Wir fliegen nochmal hin und holen uns Spadonium. Machen wir uns nochmal schön voll mit Spadonium. Verdammt, warum mache ich nicht hier meinen Hyperantrieb? Hätte ich fast gesagt, hier meinen Impulsantrieb. Ja, gut, dann würde ich nochmal sagen, machen wir an dieser Stelle auch mal ein kleines Päuschen. Ich werde erstmal hier landen. Und ja, dann sammeln wir noch ein Spadonium. Ich weiß nicht, ob ich das in der nächsten Folge zeige oder ob ich jetzt einfach ein bisschen Spadonium sammle. Und in der nächsten Folge ziehen wir dann weiter. Das muss ich mal gucken. Das werde ich dann kurzfristig entscheiden. In diesem Sinne, Alter, das ist hier pink. Das ist so ein Hello Kitty-Planet hier.
Und ja, dann lande ich hier erstmal. So, erstmal kurz landen. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs dabei sein, vielen Dank fürs Durchhalten. Vielleicht nehme ich auch noch ein bisschen Heridium mit, wo ich jetzt gerade schon mal hier bin, aber Spadonium steht auf jeden Fall bei mir auf der Einkaufsliste. Und ja, dann sehen wir uns bei der nächsten Folge Nummer 1 wieder. Macht's gut. Tschüss.